Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Alone in the Dark. So. Ist blockiert. Stimmt. Nach unten können wir nicht. Wir müssen also oben lang. Diesen Raum müssen wir ja noch entdecken. Oder anschauen. Oder, ja, Hinweis finde Grace fehlende Zeichnung. Sprich, die pariert das also. Ja. Überall diese Geräusche. Gut. Warum hat das gerade so lange gedauert, die Tür aufzumachen? Gut. Wir gehen hier rein. Nochmal. Also was heißt hier nochmal? Hier waren wir ja noch nie. Aha. Der leere Raum fühlte sich immer vertraut an. Er roch vage nach geknickten Blättern und nassem Sand, was Besucher den Eindruck vermittelte, hierher zu gehören. Aber das war natürlich nicht echt, aber immer noch realer als viele andere Dinge, die man finden mochte. Okay. Das ist mein Zimmer. Was? Ich gehöre hierher. Hier ist das. Asche von Indigo. Asche von Indigo? Okay. Ich erkenne diese Aussicht. Ich nicht. Es ist einfach sehr, sehr hell. Hier haben wir eine Tapete, die nicht richtig angebracht wurde. Was sagen die Entwickler? Chapter 4 is all about making the player question the sanity of our hero. The story has the hero focused on breaking a very vague contract that hinges on these three steps, which to the player is fairly clear that it is just a treatment plan written by Dr. Gray, covered in coal. This is meant to make the player worry about what our hero is actually reading into it, that we just can't see. But nothing in Chapter 4 reads quite like insanity, like the empty room. The mood here is different, like we just stepped into a state of timelessness. And our character seems to feel a connection to the room, like they belonged here. No matter how on board the player is with the state of mind of the character they are playing, the empty room ultimately leads our hero to face off with their own personal trauma. Okay. Gut. I can believe I don't should come. Du solltest kommen. I can believe I don't recognize you. Ah, ich kann nicht glauben, ich habe dich nicht erkannt. 196 LA. Is any of this real? Ist irgendetwas davon real? Ich kenne diese Zahl, aber woher? Ich war das. Ich habe das geschrieben. Mhm. Also, du solltest kommen. Ich kann nicht glauben, dass ich dich nicht erkannt habe. Ist irgendwas hier von real? 196. Weißt du, was das bedeutet? Also hier. Ich kenne die Kombination. Ich habe sie bei mir. Ja. Falsche Richtung. Also 1, 9,
Ex. Dann 1, 9, 6. Mit unseres Geheimnisses? Nein. 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 913? Also, Zimmer 3, das ist ja klar, aber 913, es hieß ja... Moment. 9. Ups. 1. 3. Neun. Eins. Drei. Moment, 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 Moment. Ich habe sie bei mir. Ah, 692. Das war seine Lizenznummer. 692. Pikayune. Pikayune, Schlüsselgegenstand. Eine alte Münze aus der Zeit, in der Louisiana eine spanische Kolonie war. Okay. Spain et India. Okay. Sonst. Catron. Vierte. Okay. Gut. Oh, Hinweis. Suche nach dem Mädchen. Detective, ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich, aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen, müssen Sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden. Passen Sie auf sich auf. McCarthy. Wie lange war ich wohl hier? Okay, McCarthys Zimmer war das Roofs Zimmer, oder? Ja. Genau. Nochmal einen schnellen Blick werfen. Sein Detektivspürsinn. Nichts entdeckt. Und hier. Stinkgewehrmunition. Ja, aber. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Ja. Ah, die Münze. Ah. Oh, das fehlende Bild. Schlüsselgegenstand. Genau. Sieht aus wie ein Monster mit 10 Augen. Okay. Warum sollte McCarthy das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Und hätte sie dann nicht einfach ein neues Bild malen können? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja. Denn das sollte nicht da sein. Und das auch nicht. Ja.
Was zur Hölle ist denn hier passiert? Okay. So, was ist das? Oh, ein Beil. Sehr. So, für die kleinen Dinger. Was sind das für Geräusche? Oh. Okay, die Ende. Okay. Kommt her, ja, scheiß Vieh. So. Gibt es noch mehr von denen? Was ist das für Munition? Schrotflintenmunition. Okay. Hier haben wir. Ja, gut, dann heilen wir uns kurz mal. Und nehmen einen neuen. Gut. Dann. Das ist eine Stange. Ah, da drüben ist etwas. Aber wir kommen nicht dorthin. Nur 10 Schrott, okay. Gut, um sicher zu gehen, haben wir gerade die Waffe gewechselt. Gut. Wie sieht's eigentlich aus? Und wieder alles normal. Ah, das. Das gefällt mir gerade nicht. Ah. Kann es sein, dass wir etwas verpasst haben? Ah. Gut, dann hier aufmachen. Und hier das Bild vollenden. Und das ist wieder da. So. Also als erstes einmal so. Perfekt, das scheint mir. Oh, man könnte es auch noch drehen. Nein, das kommt hier hin.
Pack das gut hier hin, das ist gut. Nein. Ah, oder? Ja, das sieht korrekt aus. Dann muss das hier... Das hier... Genau. Das ist korrekt, das ist korrekt, das ist korrekt. Nee, das hier scheint nicht korrekt zu sein. Ah, verstehe. Das ist hier, ja. Und das hier. Was? Okay, das sagt mir nichts. Ah, draußen vor der Tür, oder? Mhm. Typisches Verhalten. Was ist das? Hier wird etwas angezeigt, aber können es nicht nehmen. Eieiei. Hier sind Schlüssel. Hier kommen wir nicht rein. Und hier? Gut, dann wo geht es da lang? Ah. Nirgends. Er war wieder im französischen Viertel. In seinem Büro, um genau zu sein. Ein Ort, den Jeremy mit Sicherheit nie gesehen hatte. Das konnte nur heißen, dass der Schattenmann in Edwards Geist gegriffen und einen Ort herbeibeschworen hatte, um ihn zu quälen. Ja, wir haben gerade die Errungenschaft gekriegt. Mehr als 8 Stunden. Wir haben also mehr als 8 Stunden gespielt. Wie kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Jeremy war doch nie hier. Aha. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Gut. Hier haben wir einen Schlüssel. Schreibtischschlüssel, okay. Was sagen die Entwickler? I like your choice for the main characters, because he plays a detective in Stranger Things. So for an adventure game, it's very, very cool to feel that you are a detective too and investigates mysteries. Das bin ich, oder nicht? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, in der Depression und im Alkohol zu versinken. Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam ins Nichts abgleiten. Wie eine schwere Decke wickelt sich eine nur zu willkommene dunkle Stimme um meinen Geist. Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knallen meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur bei der Suche. Das ist eine Spur bei der Suche nach ihren Enkelin oder so. Okay. Mein Gott, früher habe ich so viel getrunken. Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Gut, als erstes hier mal. Der Telegramm. My husband has returned to steal one of our most valuable paintings. I'm sure he means to sell it. If you hurry, I'm sure you can track him down. Also, mein Ehemann ist zurückgekehrt, um
einer unserer wertvollsten Bildern zu stehlen. Ich bin sicher, um es zu verkaufen. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihm sicher noch Tracknasim finden. Gabriella Saunders. Ein von Gabriella Saunders am 25. Dezember 1928 abgeschickter Telegramm. Okay, das wird nicht übersetzt. Gut. So. Schlüsselgegenstand, Zeitungsausschnitt. Ein zerknüllter Zeitungsausschnitt vom 23. Dezember 1928. Philanthropist Teddy Saunders, Ghost Mad, Kidnapped Child. Also Philanthrop Teddy Saunders wird wahnsinnig und kidnappt, also entführt Kind. Okay. Ja, was haben wir noch? Fotografie. Das Foto ist eines Mannes. Wir wissen, wer es ist. Wir haben gerade sein Bild in der Zeitung gesehen. Würde sagen, das hier und das hier. Also, Mr. Sonsa sagt, ihr Mann hätte ein Bild gestohlen und würde es verkaufen wollen. Überschrift, kleines Spielzeug, Laden ausgeraubt. Foto des Entführers. Okay, was können wir damit machen? Drin? Ah! Eine Notiz besagt, überprüfe Thornhill. Ich erinnere mich an diesen Fall. Ein Mädchen war von ihrem Vater entführt worden. Der wollte den Staat verlassen. Sein Fehler war es gewesen, ein Lieblingsgemälde seiner Frau an einen Sammler namens Thornhill zu verkaufen, um seine Reise zu finanzieren. So habe ich ihn dann gefunden. Das dachte ich jedenfalls. Okay, und die Tür ist offen. Okay. Ist der Schlüssel? Ich wollte irgendetwas machen. Irgendetwas wollte ich machen. Es kam mir gerade in den Sinn, als wir das hier gemacht haben, aber was? Keine Ahnung mehr. Ja, was haben wir für... Ah, die Axt. Gut. Okay. Wir folgen dem Blick. Oh. So. Was haben wir hier Schönes? Nichts. Da kann ich nicht lang gehen. Okay, wir können eine Klingel drücken, aber sonst können wir nichts machen. Gut. Das Wasser. Nur Wasser. Ist etwas. Sehr gut, Maschinenpistole, Munition.
Ah, Thornhill. Genau, das haben wir vorhin ja gelesen. Wir müssen da reingehen und Zeug ansehen. Dafür gehen wir von der Seite rein. Ah, unser Schatten. Thornhill war kein schlechter Kerl, aber er hatte seine Prinzipien. Und die ließen nicht zu, dass er Informationen über seine Kunden rausrückte. Ich musste also Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Es kann eben nicht jeder Job Friede, Freude, Eierkuchen sein. Frag mich, wie das auf Englisch heißt. Easy peasy lemon squeezy? Schon vielleicht Munition voll. Gut, dann hier. We have a lot of paintings in the Deserto and in other worlds. To make this happen and to make it look as good and real as possible, we decided to use public domain paintings by real painters. Few of the objects in the game is actually scanned objects from museums and libraries that is that we can use, and we build a low poly version of it, and we can bake the textures directly from the scanned models. Ja, nicht schlecht. Gut. Aha. Oh. Kandir erinnerte sich vage an den Fall des verschwundenen Mädchens. Sie war von ihrem getrennt lebenden Vater entführt worden. Es gab eine Verbindung zu einem Galeristen namens Thornhill. Ein Bild, das zur Finanzierung der Flucht verkauft worden war. Genau. Gut, das wollte ich, glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Gut. Und ich glaube, die Tochter ist die Kleine aus dem Decento. Und wir konnten sie nicht retten. Sie ist also eigentlich tot. Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft. In der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. So. So. Scheißvieh. Gut, in dem Fall gehen wir schnell noch nach unten und holen uns die zusätzliche Munition. Gut. Kurz erschrocken. Aber der Entführer hatte ein Bild an den Sammler Thornhill verkauft, um sich ein Auto und genug Benzin für die Flucht aus Louisiana leisten zu können. Detective Carnby erinnerte sich jäh daran, ihn unter Druck gesetzt zu haben, um herauszufinden, wo der Entführer sich versteckt hielt. Im St. George Hotel beim Park. Okay, gut. Und der Hotel ist rein zufälligerweise gleich daneben. Oder nicht? Ah, ich wollte gerade sagen, eine Leiche, aber nee. Gut, hier haben wir sonst nichts. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.